Leute, tanzt vor uns. Ja, es geht los. Monster Hunter ist wieder am Start. Seid ihr alle stolz drauf? Oh, oh, also, du Lümmel. So. Was geht? Ist euch alle weg. Ach, okay, komm, wir machen so einen imaginären Boxfight. Du gegen S. Deiner hat einfach doppelt. Was gibt's denn hier für geile Gilden? Ah, Troix, ich habe übrigens alle Apexen so gekillt, ne? Ach, Alter, jetzt? Das gedauert, Mann. Amka? Amka? Was machst du hier? So. Mach geh mal jetzt annehmen. Jo, mach mal das. Ihr hohen Kinder. Alle wie Rinder. Alles aufgenommen, du Bastard. Sefi ist eigentlich ein arroganter Nazi. Bastard. Er hat nämlich auch Neger gesagt. Das habe ich jetzt so reingeschnitten. Ja, wo ist denn die Quest, du Lümmel? Anzeige ist raus, Ada. Seh, Troix ist verwirrt. Er läuft da noch im Kreis. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Was, oh mein Gott, was spielen wir überhaupt? Was wird hier gespielt? Ich nehme mir vielleicht mal Tränke mit. Ja, oh, ich habe sogar welche dabei. Das muss man aber auch erstmal schaffen, wenn man Silver heißt. Edstein, das ist für dir nicht schwer. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich Tränke mitnehme, Leute. Das ist wirklich, als wäre das keine Selbstverständlichkeit. Ey, Leute! Ah! Ganz kurz mal was in den Raum werfen. Also, hallöchen, Leute, erstmal. Monster Hunter kam lange, lange nicht mehr. Jetzt sind wir wieder am Start. Nur damit ihr Bescheid wisst, wer überhaupt hier ist. Also, zum einen Silver. Silver, den Spaß, den kennt ihr alle schon. Sag ich hab's doch gewusst! Nee, Anzeige! Nee! Nee. Und zum ersten Mal dabei hier ist Droix, mit dem ich schon ultra viel Monster Hunter gezockt habe und jetzt zum ersten Mal auch hier in der Aufnahme und auf dem Kanal. Sag mal hallo. Hallo Leute. Abonniert Droix! Ja. Droix ist auch in der DPL übrigens, macht super coole Videos. Müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Und ja, ist ein super Monster Hunter Spieler. Ich habe jetzt mal eine Quest angenommen für Silver, der muss nämlich noch den Kuschala machen und zum Fest des Tages habe ich mir einfach mal die Rüstung angezogen von dem Viech. Ist jetzt nicht der beste Bild, aber passt schon. Du siehst super aus, so wie du bist. Ja. Nee, eigentlich hätte ich eine bessere, nämlich die hier, ne? Chameleon. Ah, okay. Die ist richtig brutal für den Kuschala, aber ja, wir wollen es ja nicht so einfach machen, ne? Wir wollen Alter, skillen hier. Wie wir alle hier starten. Moment mal, nicht hier, oh nee. Okay, wir teilen alles Niki auf. Ich nehme alles und ihr den Rest. Alles Niki, genau. Alter, gib mir auch was zu essen. Lel. Wir Bastardenkinder. Wir schon alle wie Rinder. Wow, das ist der beste Reim nach allen anderen. Moment mal, wieso kann ich hier nichts machen? Ah, kann ich hier Rationzeug aufheben? Folgt mir! Oder Leute, Droix. Der ist nämlich schon da. Oh, es regnet. Also du brauchst meine Hilfe nicht, du Arschloch. Okay, gut. Kann ich Moment mal, wir müssen doch. Wir müssen schon den normalen Kuaschal oder Ora machen, ne? Ja. Das ist der normale, ja. Ja, Moment mal. Mach mal bitte noch. Warte, wir brauchen deinen Kampfschrei. Es ist für die Kinder da draußen. Mach's nee, der kommt erst, wenn ich richtig abgehe. Oh, Droix ist gerade am Mountain. Alter, das finde ich ziemlich sexy von dir, Droix. Moment, kann ich mir da irgendwie noch den Buff erst sneaken? Du ersneakst dich hier gar nichts. Du kleiner Lümmel. Okay, wir schneiden den dicken Dick ab. Ich will runterspringen, aber ja, ich trau mich nicht. Es ist so hoch. Leute! Huja! Al-Wakbar. Was ich richtig geil finde bei den Doppelklingen, die haben jetzt neue Moves, die sehen irgendwie neu aus, die Moves, und die sehen teilweise aus wie, kennt ihr Levi oder Levi von Attack on Titan? Ja. Jupp. Genau so springt er rein, wenn der Balken voll ist. Leute, der liegt so ja schon wieder. So einen richtigen Drehangriff macht er. So, zack. Ich glaube, ich mache mich nützlich und schneide den Schwanz ab, auch wenn das irgendwie das Maximal ist, was ich überhaupt hinkriege. Du brauchst den sowieso, oder? Hä? Ich brauche den dicken Dick. Alter, okay. Das Ding hat mich noch kein einziges Mal getroffen. Mich auch nicht. Denn? Aber ich war auch nicht. Ich bin hier. Der Ausweichladen. Der Ausweich. Oh, Waffenstärke. Oh, ich habe ihn gelegt, Jungs. Habt ihr gesehen? Ohne Gleitcreme. Diesmal ohne Gleitcreme, ja. Mit Anlauf. Anlauf statt Gleitcreme, Jungs. Ja, ansonsten. Wieso kommt Monster Hunter so selten? Ja, Leute, das ist halt die Zeit. Wisst ihr, Monster Hunter ist ein übelst zeitintensives Spiel. Und aus meiner Sicht und der von Sefi würde ich schon sagen, dass wir da auch kaum Zeit dafür haben, weil es halt einfach eine Quest dauert 20 Minuten. Aber die Vorbereitungszeit allein schon, was weiß ich, was man da alles machen muss und so. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Session am besten oder sowas, ne? Dann haben wir auf jeden Fall was auf Vorrat. Joa, vielen. Dann wollte ich auch mal. Kommt ja selten genug vor, dass wir alle zu dritt irgendwie zur selben Zeit mal auf dem TS sind. Ja. Und mal Monster Hunter spielen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich es vielleicht auch so machen, dass ihr. Also es gibt auf jeden Fall auch einen Monsterraum rauf in meinen TS.
Da könnt ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen, falls ihr auch untereinander spielen wollt. Und da schimmel ich und der Drox öfter mal rum. Da kann man auch mal so einfach eine Session spielen, oder? Dass wir aufnehmen, weil, ja gut, um 2 Uhr Nacht hat keiner Bock irgendwie noch. Gut, das haben wir schon mal gebracht, aber meistens hat man dann keinen Bock noch. Ja, das wäre nicht das erste Mal. Übrigens, Jungs, halten wir fest, ich bin nicht gerade der beste Spieler, ich wurde noch kein einziges Mal von denen getroffen. Ey, Bro, kannst du mal aufhören? Alter! Der liegt hier einfach C24-7. Das ist richtiger Sneaky. Ah, fuck. Ich kann mich nicht wetzen lassen, ey. Oh, dieser scheiß Wind, Alter, da will man gegen ihn, also an ihn fliegen. Ziemlich sexy. Und, Digga, halt dich mal. Also nee, du hast die Hälfte. Ich sag jetzt. Ben, Bruder, nein, wir müssen Ben beschützen. Der wreckt. Der wird hier gerackt. Wer ist eigentlich fuck. Ben? Ben ist ein Zuschauer, ne? Ja, der ist oft auf Twitter. Den habe ich oft auf Twitter. Auf jeden Fall schöne Grüße an dich, wenn du das siehst, Digga. Ja, Grüße an Ben, den coolen Boy, der uns hier tatkräftig unterstützt. AMK. Ja, ist auf jeden Fall. Wir haben dich lieb, Ben. Danke dir. Danke. Drox tut einfach seine ganzen Sachen immer nicht. Bitte. Jawohl, Jungs, ist... What? Was ist das, Mann? Das habe ich noch nie gesehen. Tornado Hype. Wie Ben einfach... Nee, Drox war das, wie er einfach reinspringt. Nein, Leute! Alter. Er fokust uns einfach. Okay, er kämpft. Zum Glück habe ich ausweichen. Ich war gerade so halb im Tornado drin die ganze Zeit. Jesus. Was heißt das nicht im Auge des Tornados oder im Taifun ist nix? Ist das nicht irgendwie so? Ja, das ist sicher, aber irgendwie ja, aber da erstmal rein. Gilt hier wahrscheinlich. Ja, da musst du erstmal reinkommen, Leben. Das ist die Frage, ob du das schaffst. Genau. Stirb Insekt. Nicht Insekt, sondern Kurschale da oben. Ja, ich spiele übrigens heute mal mit den Doppelklingen, falls es wem noch nicht aufgefallen ist. Einfach ja, der so. Wird, der wird safe angezeigt. Die hab ich gefunden, die sind gar nicht mal so schlecht. Weiße Schärfe, ziemlich guten Angriff. Noch ein bisschen hier Affinität. Oh, Droix ist wieder am Mountain. Alter, Droix ist schon ziemlich sexy heute unterwegs. Achso, den gibt's ja auch noch, der redet ja immer so wenig. Leute, merkt euch das. Vor allem das Lachen so richtig langsam. Ha? Ha? Tschüss, ich geh jetzt. Jawohl, er ist ab! Wir haben den Triple Dick. Der Penis ist ab! Der Penis ist ab, Leute, der Triple Dick Trick hat wieder mal geklappt. Boom! Bam, Alter, der wird gefokust, Jungs. Okay, er ist uns aktiv. Überhaupt nichts mehr. Irgendwo. Ich hab das Gefühl, der macht irgendwie nichts mehr hier, Mann. Ja, gut, ich bin mich so gewohnt momentan an Apex Monster, da kommt mir so ein Ding irgendwie richtig. Was ist Apex Monster? Was sind das? Es tut mir leid, wenn ich da nicht so bewandert drin bin, aber ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst. Gut, Apex Monster sind spezielle Monster, die quasi auf der stärksten Stufe sind. Also das sind so Super Saiyajin 4s oder so. Ach so, und du bist dann halt so gar nichts in der Hinsicht. Ja, oder? es ist halt die stärkstmögliche Form eines Monsters. Ah, ich verstehe, was du meinst. Also nochmal. Sind die dann auch in dieser komischen. Also nochmal über G-Rank, gibt's da nochmal was? Ist ja sexy. Nein, sie sind im G-Rank, aber sie sind stärker als G-Rank-Monster. Sie sind quasi infizierte G-Rank-Monster, die aber die Infizierung. Dauerhaft, ne? Ja, aber die können das irgendwie kontrollieren und können es zu ihren Gunsten nutzen. Also da gibt's ja auch irgendwie, wie soll ich das genau beschreiben? Da gibt's ja auch. Da wo du so komisch schärfen musst, um Monster überhaupt Schaden zu machen, da gibt's ja auch noch genau. Was, ne? Das muss ich mir nochmal anschauen. Da bin ich ohne Scheiß, da habe ich überhaupt keine Ahnung davon, wenn ich ehrlich bin. Muss ich mir auf jeden Fall dauert auch eine Weile, bis man das ganze Zeug da bekommt. Okay. Und packt man die dann alleine wahrscheinlich auch nicht, oder? Also ich habe noch nie ein Apex-Monster alleine gepackt bisher. Okay. Ich habe ein paar coole Apex-Quests, falls du nach ein paar suchst oder so. Ja, Guildenquests. So, ja, genau. Ja, wäre nicht schlecht. Alter, hat er mich einfach gerade ausgepeitscht, ohne Schwanz. Hat er gut gemacht. Macht deine Mutter auch immer, oder nicht? Ja und? Hast du ein Problem damit? Achso, er ist gar nicht gemountet, deswegen habe ich ihn jetzt nicht angegriffen. Jawohl, easy. Ich hab ihn. Leel. Nein, Spaß. So, Leute, holen wir uns den Edelstein ab und ich werde in Skype angerufen von Pi. Alter, ich habe noch gar keine Zeit, Pi. Du schau, Idika. So, also Leute, hol ich mir mal. Großdrachen, das ist ein Stein! Ja! Leck mich. Da geht das Luck wieder los. Da geht's wieder los. Wahnsinn. Leute, ich hol mir jetzt gleich noch meinen Daora-Edelstein. Es geht einfach First Turn, das Seltenste, was ich brauche. Ohne Scheiß, Droix, warst du dabei, als ich so viele Steine bekommen habe? Ich habe doch 2 Großdrachenältesten Steine und 3 Edelsteine bekommen. Ja, in einem Run. Digga, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Das ist ja so eine richtige Silberaktion. So ein Luck hatte ich noch niemand. 2 Großdrachensteine und 3 Edelsteine.
Von dem Camellius oder so war das, glaube ich. Genau. Ja, da war ich dabei. Okay, mindestens mal gute Arbeit. Okay, ich muss mir jetzt kurz meinen Kollegen zurückschreiben, nicht, dass der mir noch irgendwie an die Eier geht. Wo ist denn hier WhatsApp? Yo, Success. Was wolltest du dir machen? Ein Schwert von dem... Ja, ich glaube, ich kann es mir sogar jetzt schon machen. Kommt auf die Belohnung jetzt an. Okay. Mal gucken, was wir bekommen. Yo, Digga, ich bin gerade kurz noch beim Aufnehmen. Oh. Ich ruf dich zurück. So. Oh, das sieht ja eine richtige Scheißbelohnung aus. Cortex. Nur diese komischen Cortex, was will ich damit? Was ist denn das für eine Scheißbelohnung? Das ist ja so eine richtige... Hä? Da ist keine einzige Scherbe oder sowas drin. Hier, jetzt eine Scherbe, zwei Scherben. Blut, Hartklaue. Da, oh, ein Edelstein! Ich hab sowas von gar nicht verdient. Die Leute, die wollen mich sowas von abstechen. Leute, ihr wisst gar nicht, gerade die Gesichter von Dreuk und Sevi, die haben gerade so schmerzverzerrte Gesichter mit so Blut drin. Die läuft schon ganz gut. Also ich muss sagen, ich hab ja die komplette Rüstung schon. Von daher interessiert es mich ehrlich gesagt nicht. Alter, ich hab ein neues Monster freigeschalten. So eine weiße Alter, das ist die weiße Form dieser Riesenschlange. Von I. LOL gibt's da nochmal eine. Achso, nochmal eine andere. Wie ist es eigentlich? Ja, sind die in der verschiedenfarbigen dann eigentlich stärker oder wie soll man das dann verstehen? Ja, also in der Regel haben sie andere. Genau, in der Regel haben sie einfach andere Moves und andere Elemente. Aber es gibt, man kann schon grundsätzlich sagen, dass sie vielleicht minimal stärker sind. Ja, könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen. Also, ich finde zum Beispiel Goldratian oder Ratian, wie sie auch immer genannt wird, um einige stärker. Oder Silberratian. Ja, ja, klar, das steht fest. Einige stärker als normal. Das sind ja auch die einzigen, die drei Stufen haben. Die haben ja dann auch Azur und Pink oder wie das war, ne? Genau. Shadalmadur. Hä, wieso ist denn die Waffe jetzt noch nicht bei mir verfügbar? Ich hab doch jetzt eigentlich alles. Gurmagala, Kantor, Kushaladora. Moment mal, warte mal, ich mach mal kurz eine Pause. Jo Leute, ja, bei mir, was geht's auch wieder los? Als Maul. Nee! Fall schneller Seregios. Alter, du bist auch so ein Seregios-Kopf, Alter. Weiß gar nicht mal, wie der aussieht, nee. Aber er sieht sicher besser aus als Quest. Du, Schlampe. Eine Event-Quest, die wir machen müssen, weil Silva so ein Schwert möchte. Mhm. Und es ist eine High-Rank-Quest, leider nur. Das bedeutet aber, dass wir den relativ schnell killen werden. Das heißt, ich sterbe nur dreimal, Jungs. Ich kann mich von diesem Ort nicht anschließen. Oh Gott, Moment. Müssen wir das so machen? Das ist ein bisschen umständlich. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich vorhin vertan. Das mit den Daora muss ich dann persönlich noch was selber erledigen. Das habe ich ein bisschen verplant. Das war ein bisschen dumm von mir. Aber, ja, jetzt machen wir Seregios. Da würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir auch laut Reuks Aussage, und auf die kann man zu 12% vertrauen, also gar nicht mal so schlechte Quote, können wir dort auch noch unsere Sonic-Katzen, dieses Sonic-Kostüm kriegen. Und das ist auf jeden Fall was Lustiges und Reuks ist verwirrt. Oh mein Gott, Leute, was ist hier los? Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Wo bin ich? Wer seid ihr überhaupt? Oh, warte, essen könnte ich auch nochmal. Aber ist das nötig für eine High-Rank-Quest? Jo, ich zeig euch hier mal meine Stats gerade und meine Fähigkeiten. Die Rüstung ist so eine Mixed-Rüstung, die mir Dreux gezeigt hat. Mit einem coolen Talisman versehen könnt ihr da auf jeden Fall ziemlich viele krasse Effekte hervorrufen. Ich habe einfach irgendwas gegessen und es hat sogar was gebracht. Leute, ich bin ein Mensch. Oh, Dreux. No. Ja. So. Okay, lass abbauen. Lass knüppeln. Alter, lass mal rumknüppeln. Das Ding muss aber fallen jetzt in 2 Minuten, ey. Mach mal easy going. Ja, Seregios gibt nämlich... Seregios. Beide. Seregios gibt nämlich ein cooles Schwert, was sich von alleine wetzt, wenn ihr durch die Gegend rollt. Und das ist noch relativ speziell und cool. Voll sweet. Moment mal, Jungs. Achso, hier war ich noch nie. Bin verwirrt. Klar warst du hier schon. Nein. Hier war ich noch nie. Bin mir sicher. Upf. Bei Dreux ist er. Ne, Dreux ist bei ihm. Ne, ich war hier schon mal. Oder? Verwirrt mich nicht. Ja. Ich muss schauen, ich komme mit der Karte eh nicht zu. Doch, hier war ich schon mal. Damals! Kurz nach knapp. Oh, da kommt sie schon, die gefährliche Musik. Dam. 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 Und da dam, ist er! Ich brauche Rüstkugeln, deswegen bin ich hier nochmal Rüstkugeln. Wow, aber ich Alter. Bin hier nicht wichtig. Ja, Leute, und das Ding kann euch übrigens aufrippen, aufschlitzen. So, dass ihr euch auf dem Boden knien müsst, sonst verliert ihr ständig Leben,
Weil wegen, what the fuck? Oh shit! Ja, ist infiziert. Was? Ja. Na? Das ist immer geil, wenn du so eine komische Rostscherbe kriegst. Okay, Leute, ich bin unterwegs. Nachts, wenn ihr schläft. Oh, Mountain. Ich hau ihm so eine rein. Oh, das ist schon ziemlich... Oh nein, er hat gelacht. Was Drogs zum Lachen bringt, muss lustig sein. Als Maul. Ja, der Typ labert nur Scheiße mal wieder. Ey. Die haben mich vergiftet, Mann! Nee. Ah, shit. Komm schon, fall um, fall um. Ja, nein! Sowas von ekelhaft verfehlt. Haft. Moment mal. Was? Doch nicht in diesem Scheißgebiet, Alu Akbar. Da wird man ja direkt zum... BD. Komm schon, Mila Superstar, flieg und sieg! Oh, ich hab nicht getroffen. Alter, was ist denn das für ein Fisch? Der sieht ja aus wie so ein... Der sieht aus wie so ein verschimmeltes Monster, Alter. Als ob der irgendwie gerade am Schimmeln ist, Jungs. Bist verschimmelt. Er erinnert mich an mich selbst? Lol. Was zum Fick ist mit denen denn? Halt ihn auf! Allahu Akbar! Aua, Sifi hat mich geschlagen. Ich hätte ihn fast aufgehalten, aber du bist schuld. Daran wird's liegen. Silva! Oh, nein, nein, nein! Nach. Plötzlich klappt es so. So. Ja, das Regius hat... Nein, ich Idiot! Wie nennt man das? Es ist kein Element, Fail. Es ist auch kein Status, es ist einfach irgendwie was Komisches. Wie gesagt, da kann ich also auseinanderreißen und je mehr euch bewegt, das bedeutet, je mehr rollt oder rennt, verliert ihr halt Leben, weil ihr blutet, weil ihr ausblutet. Das heißt, ihr müsst euch auf dem Boden knien und einfach nichts tun. Und das ist ziemlich krass, Lol. Wenn man bedenkt, dass so ein scheiß Monster hinter euch her ist. What the fuck? Da einfach mal auf dem Boden und tut nichts. Der war schon high rank, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch verstehe. Der war high rank. Das habe ich jetzt auch gehört. Ich so, hä? Ich komm rein, Hauptziel erfüllt, Jungs. Ich habe dir vielleicht 2-3 Hits gegeben. Moment mal, wo ist er? Ich mein Edelstein schon wieder. 2 Kerbs ohne Edelstein, das kann ja nicht sein. Oder Rubin oder was auch immer. Er hat keinen Edelstein, soweit ich weiß. Irgendwas Seltenes wird er schon haben. Und wenn er nichts hat, dann kriege ich ihm das Seltenste, was nicht selten ist. Ja, Leute, lasst euch nicht, von dem beeindrucken. Das ist High Rank und das ist sehr, sehr low. Im G-Rank ist der schon eine Nummer. So wie... Vor allem Apex. Das erste Apex-Monster, glaube ich, was man machen muss. Genau, im Dorf. Ich stelle mir gerade vor, er carft und dann kriegt er irgendwas Scheiße und er so... Jawohl, Quest erfüllt und... Leute, das sieht so geil aus. Bei mir ist einfach mittendrin. Leute, das Bild muss ich euch gleich schicken. Scheiße, zum Glück habe ich das aufgenommen. Ich bin runtergeschwungen und mittendrin steht Quest erfüllt, während ich gerade so einen Abhang runterspringe. Und das ist dann einfach stehen geblieben. Ja, genau, das ist aber normal. Und das ist bei mir, das sieht geil aus. Goldener Ring, Leute. Passiert immer. Luftklinge, goldener Ring, Kratzer. Goldener Ring sind die Ringe, die Sonic sammelt. Und deswegen kannst du deine kannst du deine Katze nachher in Sonic verwandeln. Nein, geil. Ich habe die passende Schnitzer plus gekriegt. Ein Knochenschmetterer, okay. So, ja, kannst du jetzt die Klinge machen? Ich schaue jetzt mal, ja, ob sie jetzt auftaucht. Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht alles kannst dafür zusammen habe. Kannst du machen, Silver? Sag jetzt. So, jetzt, wo ich jetzt mal eure Ohren penetriert habe. Leute, das war's erstmal von der Aufnahme. Ich schaue jetzt nochmal aufs Screen, ob ich das habe und vielleicht sehen wir uns gleich in der neuen. Bis dann. Tschüss. Und achso, ihr schaut bei sefi.de und dann schaut auf jeden Fall bei Dreus dabei. Der ist so ein cooler Typ, der taucht. Der braucht die Abonnenten. Maul, Alter. Ich hoffe, du kriegst Danke. Alter. Ja, das war's von der Aufnahme. Ben, fühl dich gegrüßt. Bis später.